Hallo Leute, willkommen zurück zu Pokémon is the Dungeon. Team Dunkelheit oder Erkundungsteam Dunkelheit. Letzten Part wurden wir unsanft geweckt, wir sind in die Gilde gekommen, wurden von Knuddeluff mehr oder weniger aufgenommen als Anfänger der Gilde und als Erkundungsteam. Mal schauen, was wir alles eigentlich schon machen können dann. Und ja, in letzter Part hat er auch ein paar weise Worte gesprochen. Seine Worte waren so oder so ähnlich. Ja, das blaue Gell ist auch lustig. Und nun vergesst nicht den morgendlichen Jubelruf. Alle zusammen, willkommen zum heutigen Morgen. Und eins, und zwei, und drei, und eins, nicht den Plagenden sagen. Zwei, willst du kneifen, müssen wir dich schleifen. Drei, mit einem Lachen werden wir es machen. Die Sage ist schon irgendwie, what? Weil das zweite. Gut, Pokémon, an die Arbeit, Blutokai. Hurra! An die Arbeit. Was müssen wir machen? Schauen wir mal. Auf jeden Fall können wir jetzt ein bisschen hier umsehen. Hey, ihr habt dich einfach so herumzuspazieren. Kommt mal mit, ihr zwei. Oh, ich wollte mich eigentlich noch umsehen. Mann, halt nicht. Und wir haben letztes Mal auch noch gespeichert. Wenn er uns nicht halt rauslässt, dann müssen wir halt mitgehen. Ja, das ist jetzt so eine Art Tutorial. Bisschen nerviger, aber es geht schon. Ihr seid Anfänger. Ach, das hätte ich jetzt aber nie gedacht, dass wir anfangen sind, wo wir gerade reingekommen sind. Wir geben euch aber am Anfang einen Auftrag. Dies ist das Top-Info-Brett. Pokémon unterschiedlicher Regionen hängen hier Top-Angebote aus. Blödokel! Ihr wisst, dass zurzeit immer mehr bösartige Pokémon auftauchen, nicht wahr? Ja, wir haben ja vor zwei Parts Mogger und Super gesehen, die den Shellastia sein Dings gestohlen haben, seinen Schatz. Ja, Shellast! Weil der Fluss der Zeit durcheinander gerät, entsteht Chaos, richtig? Was? Fluss der Zeit? Okay. Und da und da auch so viele böse Pokémon. Shellast! Der Fluss der Zeit gerät durcheinander? BKB? Nie gehört. Zeit? Also Stunden und Minuten? Soll das heißen, hier ist etwas mit der Zeit schiefgegangen? Wo sind wir denn hier? In Pokémon oder woanders? Und dessen gibt es immer mehr böse Pokémon wegen der Zeit? Verstehe ich nicht ganz. Was geht hier nur vor? Genau, Blödokai! Weil die Zeit aus dem Gleichgewicht gerät, gibt es eine Flut von bösartigen Pokémon. Vielleicht liegt es daran, aber nur vielleicht, bin ich nicht ganz sicher. Wir haben einen Anstieg bei den angebotenen Jobs bemerkt. Auf jeden Fall, hey, 10.000 pro Tag oder so. Und dann ist da noch etwas. Man weiß nicht, ob es auch mit der Zeit zu tun hat. Blödokai! Es gibt eine regelrechte Flut von Mystery Dungeons. Damals ist Pokémon auch Pokémon Mystery Dungeon. Mystery Dungeons? Hä? Also, Harry, Shellast! Erinnerst du dich an gestern, als wir mein Relikt-Fragment zurückgeholt haben? Ja. Der Ort, an dem wir es gefunden haben, war ein Mystery Dungeon. Ah, auf gut Deutsch ein mysteriöser Dungeon, der nie gleich aussieht. Ein Mystery Dungeon ändert sich jedes Mal, wenn man ihn betritt. Das habe ich ja gerade gesagt, Shellast. Jedes Mal sieht er anders aus und erhält andere Items. Shellast! Wenn du in einen Dungeon kämpfen willst, verlierst du all dein Geld. Alles. Du kannst sogar die Hälfte der Items oder mehr verlieren. Shellast! Das hatten wir schon oft genug. Woher weiß der Shellast das eigentlich alles? Hat er das irgendwo gelesen oder so? Oder hat er vielleicht den ersten Teil gespielt? Ich weiß es nicht, weil dabei war er nicht. Und du wirst aus dem Dungeon geworfen. Diese Orte sind sehr seltsam. Shellast! Ab jedes Mal, wenn du einen betriffst, gibt es neue Dinge. Shellast! Sie halten dich sicher vor zum Erkunden. Yeah. Ja, du bist ganz gut informiert, nicht wahr, Blödokai? Woher auch immer. Das erleichtert mir die Erklärung am einigen, Sam. Alle Jobs sind in Mystery Dungeons dann. Alle, ja? Also, lasst uns einen Job für euch aussuchen, ne? Ah, ich hab da einen. Vielleicht dieser? Dann lies mal. Oh, wirklich? Lass uns lesen. Hallo, mein Name ist Spoink. Ein Kanon ist mit meinem wertvollen Besitz abgehauen mit meiner kostbaren Perle. Spoinks Perle. Diese Perle bedeutet mir so viel wie mein Leben. Eigentlich sprengt die Spoink auf ihren Perlen herum, oder? Nee, warte. Die haben sie auf dem Schädel. Stimmt. Ich kann mich einfach nicht beruhigen, solange diese Perle nicht auf meinem Kopf ist, da wo sie hingehört. Doch ich habe gehört, dass meine Perle gesehen wurde. Sie soll sich auf einer felsigen Klippe befinden und diese Klippe soll sehr gefährlich sein. An einen so furchterregenden Ort könnte ich niemals gehen. Oh, liebe Leser, wärt ihr so freundlich, zu dieser Klippe zu können, meine Perle zurückzuholen? Das ist wohl der schrägste Auftrag ever, irgendwie schon mal. Ich flehe um eure Hilfe, Erkundungsteams von Spoink.
Moment mal, Schillast! Wie soll nur ein Item holen, das jemand verloren hat? Ich würde lieber etwas Abenteuerliches tun, Schillast! Hey! Wenn es ein Pokémon wichtig ist, dann lass es uns tun! Egal wie viel Auftrag! Ich würde lieber Schätze suchen und unbekannte Orte erkunden, solche Sachen, Schillast! Ich glaube, Schillast, du bist in der falschen Abteilung. Kusch! Blutergeil! Oh Mann! Es ist wichtig, dass ihr Neulinge eure Pflicht tut, ja? Jetzt passt auf! Ich wiederhole meine Warnungen, damit ihr sie auch behaltet, ja? Ihr werdet aus einem Dungeon geworfen und zurückgeschickt, wenn einer von euch besiegt wird. Aber nur einer, ja? Es reicht schon einer und einer besiegt wird, das seid ihr raus, ja? Ihr verliert dann euer Geld und womöglich euch die Hälfte der Elfes und mehr. Seid lieber vorsichtig! Blutergeil! Habt ihr alles verstanden? Das sag ich vorhin, nehmt den Job in Angriff. Schillast! Ja, wir müssen das tun, was sie sagen. Irgendwie sind sie der Boss. Das muss der Eingang zur Klippe sein. Schillast! Die Musik ist ja auch ein bisschen komisch, aber man gewöhnt sich dran. In Beschreibung von Spoing stand, dass die Perle tief unter auf Ebene U7 liegt. Wow, das ist schon richtig tief. Hört sich da einen wirklichen gefährlichen Ort an. Schillast! Wir sollten vorsichtig sein. Geben wir unser Bestes, Harry. Natürlich. So, willkommen in den Feuchtklippen. Du und dein Partner können jetzt jeder ein Item halten. Ab jetzt. Mit dem Schatzbeutel könnt ihr nun auch 16 Items im Inventar aufbewahren, das allerdings vergrößerbar ist. Items wie zum Beispiel ein Band wirken nur, wenn sie gehalten werden. Nutze im Menü unter Items die Option geben. Ja, das kennen wir schon. So, ich habe ja letztens ein paar Items bekommen. Was haben wir da? Zinkband, Info. Item zu tragen, das die Spezialverteidigung des Pokémons erhöht. Ein Kobaltband? Ein kobaltblaues Band mit einer energetischen Aura. Wenn ein Pokémon es trägt, erhöht das Angriff, Spezialangriff, Verteidigung und Spezialverteidigung. Ich glaube, das gebe ich mir mal selber. Das ist richtig krass. Das andere gebe ich Schillast, das die Spezialverteidigung erhöht. Ziemlich cool somit. Und Schalellos setzt Lebensmüller ein. Das heißt, Elektroattacken werden geschwächt. 50% und Lebensschelle, aua. Sehr effektive Attacke, ne? Ich kann noch nicht so viel. Na dann, Donnerschock! Bam! Sehr effektiv, also Lebensula reduziert, passt schon. So, ich muss meinen Status wieder machen. Bevor ich da weitergehe, überprüfe ich natürlich wieder mal die Items und der Schalellos sieht irgendwie so klein aus. Bam! Donnerschock! Und es lebt doch? Egal, auf jeden Fall gibt's schon ein Level Up, Level 6! Kappensteigung und gerade 3, Angriff und 2, Verteidigung und 2, Spezialangriff und 2, Spezialverteidigung und 2. Und auch Schillast erreicht Level 6. Das ist jetzt anders wie in Pokémon Mystery Dungeon Team Rot. Da geht das Level ziemlich gleich dahin. Super, mein Level ist geschehen, Schillast! Kappensteigung und 3, Angriff und 2, Verteidigung und 2, Spezialangriff und 2, Spezialverteidigung und 2. Initiative interessiert keinen. Die ist hier nicht vorhanden. Und hier gibt's einen Apfel. Wie in Pokémon Mystery Dungeon gibt's einen Magenwert. Wenn dieser leer ist, dann sind wir aus dem Dungeon raus. Knallhart. Natürlich kann man den vergrößern. Und hey, bevor ich weitergehe, will ich natürlich auch das Lilip hier bekämpfen. Lilip, ein Gesteinspflanz-Pokémon. Yeah. Lieber mit einer normalen Attacke. Donnerschock ist nicht sehr effektiv hier. So, und tschüss. Also, es ist leichter zu leveln wie in Pokémon Mystery Dungeon 1, aber ist schon. Ja, es ist trotzdem ein bisschen nervig. Iss Äpfel oder Gummibonbons, wenn du Hunger hast. Mit einem leeren Magen gehst du K.O. Beachte also die Magenanzeige im Menü. Jo, wie gesagt, wenn man. Moment. Mal zurückkommen. Hier rechts unten, Magen 95 von 100. Wenn er auf 0 ist, heißt das sowas wie: Wir sind besiegt. Eine Piercing-Beere, halt Vergiftung und schwere Vergiftung. Man kann sie auch essen, um den Magen aufzufüllen. Ach ja, und mit der B-Taste wie immer so schnell rundherum. Und hier haben wir ein Anorit gehabt. Sehr schnell besiegt. Und das Lilip ist paralysiert. Es kann nicht eingreifen. Ach, halt, Donnerschock! Die Dungeons sind am Anfang ziemlich kurz. Hippokum ist die Dungeon 1. Wer es nicht geschaut hat, kann ich nur empfehlen. Es ist ähnlich aufgebaut wie der erste Teil. Trotzdem, die Story ist ein bisschen anders, haben sie halt ein bisschen geändert. Finde ich cool. Aber ich weiß nicht, warum manche sagen, es ist schlecht wie der erste Teil. Ich finde es fast gleich gut eigentlich. Aber wir werden sowieso noch dazu kommen, wenn ich in das Let's Play werde ich ein Fazit abgeben. So,
Teammitglieder erhalten EP. Durch Besiegen von Gegnern sammeln sie genügend EP, steigen sie ein Level auf. Ach nee. Ein Pokémon verfügt über mehr KB, bessere Statuswerte und eventuell neue Attacken, wenn es aufsteigt. Häufiges Kämpfen lohnt sich. Auf jeden Fall lohnt sich das. Denn wenn man auflevelt, dann hat man nicht mehr so viele Probleme bei anderen Gegnern und ich bin schon Level 7. Ja, das Level geht hier wirklich gesagt viel schneller wie im ersten Teil. Das heißt, man braucht hier nicht so viel kämpfen. Sogar Shellast reicht ein neues Level, Level 7 schon. Das geht richtig fitz sein, ey. Aber ich finde es wirklich interessant, dass es in Pokémon Mystery Dungeon, weder im ersten noch im zweiten Teil hier, keine Initiative mehr gibt. Also es interessiert hier keiner. Solange wir als Erster ankommen, bei den Pokémon greifen wir als Erster an, egal wie langsam wir sind. Von den Basiswerten jetzt her. Ich bin gerade in eine Sackgasse reingelaufen. Kann schon mal passieren. Ich bin schrecke zurück. Ah, ich hasse das. Zurückschrecken. Ah. Ich finde das sowieso ein bisschen krass und Zurückschrecken. Bruh. Sehr böse Attacke. Ah, und es gibt hier natürlich Pokédoll. Mit Pokédoller kann man Items kaufen. Wo? Werde ich euch natürlich noch zeigen. So, und so soll sich hier Erfahrungspunkte zu erhalten. Muss ein Pokémon mit Kampf neben Angriffen mit A mindestens eine Attacke verwendet haben. Sowas wie Donnerschock, Rutschlag, sowas. Nutzt die Option Attacken im Menü und fixieren. Ja, fixierte Attacke mit L ausführen. So. Zack! Was? Ich bin daneben und Tackle. Auch wenn Shellast Tackle einsetzt oder Attacke, ganz normale, dann werden die Erfahrungspunkte aufgewertet. Nee, es werden mehr vergeben, sagen wir so. Ja, passt besser. Es reicht also, wenn Shellast angreift, wenn eure AP zur Neige gehen oder sowas, müsst nicht ihr angreifen, kann auch Shellast machen. Ich habe von Top Elixier erhalten, das heilt alle AP. Und wie ihr seht, die Dungeons sind noch nicht so groß. Die Stiegen sind relativ nahe. Sind die KP eines Pokémons niedrig, riskiert es durch weitere Gegnertreffer K.O. zu gehen. Also nichts weg, bevor das passiert, ja? Ja, das kann hin und wieder schon mal passieren. Zack! Sehr effektiv und ich sammle gleich meinen nächsten Apfelein. Oh, das ist sogar ein großer Apfel. Der wird sogar meinen Magen ganz auf 5 plus meinen Magenwert etwas erhöhen. Durch Verändern der IQ-Fähigkeiten und Taktik wird der Partner zu einem besseren Teammitspieler. Das geht im Menü unter Team. Ja, im ersten Teil. Ich glaube, da brauche ich nicht viel sagen. Da gibt es halt ein paar bestimmte Werte. Wenn man bestimmte Bonbons isst, bekommt man mehr IQ. Je mehr IQ man hat, desto mehr können die Burg und Alex gibt es eine Grenze. Kleinkiesel kann man ja schmeißen, wenn man sie fixiert. Ist aber nicht so meins. Ich bin nicht der Werfer. Gebe ich meistens eigentlich meinem Partner. Ich bin eher nur der Kämpfer. Mein Partner, mein Schmeißer. Und warum gehe ich eigentlich immer vor? Ja, keine Ahnung. Es kommen auch relativ viele Pokémon schon mal vor. Und wir sind schon in Unterstock 7. Nicht sehr lang, diese Dungeon. Oh, sieh mal, Shellast! Da ist die Perle. Das war einfach. Das muss die Perle von Spoink sein. Bringen wir sie schnell zurück. Shellast! Jo. Danke, Spoink! Diese Perle muss auf meinen Kopf liegen, seht ihr? Sie hat mich so gewählt! Ich konnte mich einfach beruhigen, solange sie nicht da oben war. Spoink, Spoink, Spoink! Ich sprang und fehle nur so durch die Gegend. Spoink! Spoink, Spoink! Da habe ich jetzt überall blaue Flecken, Spoink! Aber dank euch ist der Albumon vorbei, Spoink! Ich bin euch aufrichtig dankbar, ja! Das Team von Haare erhält ein Protein zur Belohnung! Außer also erhältst du ein Calcium! Außer also erhältst du Eisen! Du hältst also deine 2000 Poké-Dollar. Unglaublich. Hey, wow, Shellast, 2000 Poké-Dollar. Das ganze Geld für uns? Natürlich, natürlich, das ist mein Wertlos. Für mich, wirklich, mit meiner Perle. Stimmt. Let's go, Spoink, 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 Spoink. Schön. Wir sind reicher, ganz einfach so reich. Gut gemacht, Team. Bleib okay. Nun erreicht mir das Geld, wenn ich bieten darf. Was? Was? Hä? Ein Großteil des Geldes, das du Zopf verdient wird, geht an den Gildenmeister. Plaudergeld für die Vermittlung und so. Weißt du, Papierkram, muss ja verstehen. Und der andere Teams an dem Geld behält sich auf. Hä? Wir kriegen nur 200? Was? Wir bekommen nur 10% von dem, was wir wirklich bekommen. Da denkt man sich vorhin, yeah, jetzt haben wir Zeit, das Pokédoll, und dann, was? Ja.
Ich glaube, die killt es ein bisschen. Ja. Ihr gemeine Last! Nun, es ist die Regel der Gelder, dass ihr nur 10% kriegt. Ihr müsst euch damit abfinden, ja? Und ich bekomme auch noch ein bisschen was. Ich muss hier vielleicht nicht selber was einstecken. Schön Last. Palem, Palem, an alle! Danke, dass ihr gewartet habt, Palem! Was geht jetzt ab? Ich bin mit den Essensvorbereitungen fertig, Palem! Alle herkommen, Essenzeit, Palem, Palem! Yeah, Essen, fassen! Das Palem, Palem. Alter, und alle schlabbern sich zu Tode! Was zum Teufel? Hey, wir werden auf Platz für 3. Und der Deck geht dann automatisch weiter. Ah, oh, fertig gegessen, ein hervorragendes Mal. Oh, ich bin voll und so. Ich bin voll, jetzt werde ich ganz schlimm. Ja, ich gehe nochmal ins Bett. Gute Nacht, Leute. Gute Nacht. Ja, schon der zweite Tag vorbei. Das geht ja relativ schnell. Knock. Hör mal, Harry, schön last. Wollt nicht, ein hektischer Tag ist so viel passiert. Naja, eigentlich nicht wirklich. Und der erste Dungeon war auch ein bisschen Kinderkram. Ah, ich bin erleichtert, dass unser erster Job so ein Erfolg war. Schön last, dass die Knuddeluft-Gilde so viel von dem Geld genommen hat, hat mich wirklich aufgeregt. Verwaltungskosten? Haben wir, dass sie sich selber Geld einstecken? Ja, ist schon klar, dass wir so wenig bekommen, ne? Das sind wohl einfach die Kosten für das Training. Ich würde eher sagen, ach, lass mir das. Da können wir nichts machen, schön last. Aber ich war heute richtig glücklich, als Boink sich bei uns bedankt hat. Bin ich müde, schön last. Ich schlafe jetzt. Geben wir morgen wieder unser Bestes. Gute Nacht, Harry. Gute Nacht, Jellas. Kapitel 3. Der Schrei. Und den nächsten Morgen, das fangen wir nix Pan an, Leute. Die Kapitel gehen wirklich relativ schnell noch. Und das Palem Palem zum Essen ruft, das ist auch irgendwie what? Trotzdem, geile Szenen. Und next part. Mal schauen, was kommt. Ciao.